Willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Legends. Mein Rechner hat heute zwar ein paar Macken gemacht, aber mittlerweile läuft jetzt hoffentlich. Machen wir doch einfach mal die nächste Mission. Irgendwie will er mich heute davon abhalten, irgendwas zu machen, ich weiß auch nicht. Und los geht's. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Herr. Dunkles Land. Bergfried. Bergfried. Okay, wir haben zwei Ländereien. Wir müssen immer hier rundherum laufen anscheinend. Schön, dass wir in der erhöhten Position sind, aber dass es dunkle Land ist. Weiß ich, dass wir relativ schnell handeln müssen, bevor die ihre scheiß Einheiten ausbilden. Was haben wir an Rohstoffen? Da ist Eisen. Wir haben bloß Eisen. Und er hat bloß Stein anscheinend. Gibt's hier noch mehr? Gibt's Eisen? Da gibt's nichts. Okay, wir machen das wie folgt. Ich baue jetzt schnell eine Grundversorgung. Mit meinem Bogenschützen renne ich zuerst zum ersten hier nach rechts. Lass die Steine machen. Renn dann schnell hier hoch, lass die dort Eisen machen. Und hier selber machen wir auch Eisen. Leute kommen auf die Burg. Ja, das ist schön für die. Euer Zeichen, Sire? In Bewegung. Das muss alles ganz, ganz fix gehen. Und schon sind die Rohstoffe alle. Das passt da nicht hin, my lord. Du passt mir nicht hin. Oh, schon erobert. Bogenschützen, bereit machen. Über Berg und Tal. Und wir fangen jetzt gleich mal an, Stumm zu machen. Was kann man denn alles... Wir haben ja unsere Tafelrunde. Einheiten. Wir haben keine Waffenkammer, schätze ich mal. Und ich habe die Steine verkauft. Ich bin ein Schlaufuchs. Eine Waffenkammer braucht man natürlich. So, wir machen jetzt hier alles kaputt. Denn ohne Rohstoffe kann er nicht viel machen. So, ihr stellt Steine her. Der Burgherr wird angegriffen. Ein bisschen auf ihn achten muss ich. Was schießt denn da? Ein Bogenschütze, ein Einzelner. Wir sind eure Leute. Wir bewegen uns. Ihr macht uns. Bravo, Steine. Sire. Nee, Eisen. Was hab ich ihn machen lassen? Steine, stimmt. Bei der Gelegenheit, wir können doch Ritter machen, genau. Ach, keine Ahnung. Ich habe vor, das alles so hinzukriegen. Warum habe ich das alles verkauft? Ich weiß. Der Burgherr wird angegriffen. Ich weiß absolut nicht, warum ich alles verkauft habe. Wir könnten noch ein bisschen Käse und sowas herstellen. Fleisch. Wir haben eh keine Bewohner mehr. Der Burgherr wird schon nicht sterben. Ach, das ist echt toll, wie die hier einfach alles bauen können, ohne... Sag nur, was ich tun soll. Geht es in die Schlacht? Macht mal alles kaputt. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Ich finde das schon ein bisschen unfair. Die Geschichte wartet. Marschieren wir? Mein nobler Herr, was bekümmert euch, Sire? Die bauen, obwohl wir direkt daneben stehen. Das ist so unfair. Eure treuen Bogenschützen gehen in Stellung.
Ihr braucht mich? Wie kann man es denn noch holen? Sehr passive. Mein Lord, in eurem Namen. Passive ist gut. Solange ich ihn hier aufhalte, in Sachen nichts fertig kriegen, kann er mir auch nicht gefährlich werden. Der Burgherr wird angegriffen! Der Burgherr hält das aus. Das ist ein ganz harter Knochen. Hervorragend! Ihr Kornspeicher wurde zerstört. Machen wir es wieder kaputt. Unsere Truppen werden angegriffen! Männer an die Waffen! Bis ans Ende der Welt! Ja, so weit müsste auch laufen. Der Burgherr wird angegriffen! Ein Glück hält er so viel aus. Nicht stehen bleiben. Alter, ich. Was ich immer übrigens sehr interessant finde, es gibt zwar eine Schweinezucht, die produziert aber überhaupt kein Fleisch. Also ihr könnt Schweine nicht in Fleisch umwandeln. Oh, eine Drachenharpune. Die ihr gebaut hat, obwohl wir hier direkt daneben stehen. Ach ja, der hatte diese tollen Drachlinge. Die habe ich ganz vergessen. Kriegt es eigentlich auch Ehre, wenn wir Bauern töten? Ich glaube eher nicht. So, wenn wir den kaputt machen, ist das Holz da auch weg. Holz ist weg. Nö, Bauern bringen keine Ehre. Seine Wirtschaft ist auf jeden Fall am Arsch. Der Burgherr wird angegriffen! Sire, wie ihr befehlt. Unsere Truppen werden angegriffen. Mein Herr, folgt meinem Banner. Überhaupt noch irgendwas ganz von seiner Wirtschaft? Oh ja, das da hinten ist wieder. Bierbrauter. Der Burgherr wird angegriffen. Ach, der soll sich nicht so haben. Wieder marschieren wir. Wir können auch übrigens direkt in den Bergfried rein, sehe ich gerade. Ist immer noch alles unsere. Was gibt es? Merlin ruht nie. Naja, außer er stirbt. Kann ich so nicht anklicken, komisch. Unsere Bögen werden singen. Ich spüre Ärger. Auf die Pferde! Ich spüre es auch. Befehligt uns. Den brauche ich nochmal. Der Burgherr wird angegriffen. Blöde Dämonen. Also wenn die Mission alle so gut laufen, unsere dann... Unsere Truppen werden angegriffen. Oh. Böses liegt in der Luft. Ach. Dein Gesicht liegt in der Luft. Gehen wir jetzt hoch. Können wir eigentlich auch direkt einen Angriff wagen. Wenn das Tor... Ach, ist ja nicht mal zu. Wie angenehm. Das Land braucht mich. Möge Gott mit uns sein. Mit ihm hoffentlich nicht, denn der ist böse.
So. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon spiele. Der Burgherr wird angegriffen. Aber in ca. 20 Minuten, in einer Folge, habe ich diese Mission geschafft. Warum werde ich gestört? Bogenschützen in Bewegung! Meine Knochen sind schon alt. Unser beider Schicksal ist eines. Welche Prüfung erwartet uns? Ich bitte um einen kräftigen Applaus für die Toten. Mein Schwert ist das eure. Der Burgherr wird angegriffen. Unsere Truppen werden angegriffen. Ich schwöre euch meine Treue. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Süßer Tod. Das ging relativ fix. So, hier ans Mikro gekommen.